Es ist ein Stück weit auch eine Kontaktbörse, ne? Da unter den Kommentaren. Naja. Da können sich Leute kennenlernen, ein bisschen, hey, Mensch, den finde ich gut, das ist ein schönes Profilbild. Ne? Letztens hat die unreife Tomate geschrieben. Schön, warum denn nicht? Wirklich? Herzlich willkommen in unserem Review-Studio. Das ist unsere Couch, das ist unsere weiße Wand im Hintergrund. Und das ist wieder die Review-Zeit. Nicht? Ist ein emotionales Filmchen, ne? Gerade in Zeiten von Bombast- und Effektkino. Ja. Endlich mal was ein bisschen subkutan und bilateral dorsal ins Herz reingeht und dann auch unten wieder raus. Es ist im Prinzip wie Stuhlgang von Frauen. Es ist Regenbogen mit Einhorngesang. Ach nee, da kommt es wieder. Ich habe übrigens gerade, so habe ich dir geschickt, habe ich mir noch nicht angeschaut. Janis Antetokounmpo, der hat schon ein paar geile Plays gemacht. Das ist ein krasser Typ. Jetzt ist Playoff-Time, Playoff-Picture. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, weil jetzt ist NBA. Tschüss YouTube, hallo NBA. Ja, ja, schönen guten Tag. Wir haben zu guter Letzt gesehen, nicht Shirley MacLaine, das ist nicht eine der letzten Grand Damen, nicht, von Hollywood. Und das ist so eine Art Feelgood-Komödie, Wohlfühl-Komödie, ne, mit ein bisschen Schmunzelcharakter auch. Aber auch Tragik-Elementen drin, ne? Genau, und was ich aber gut fand, dieses ist ja eigentlich ein ausgelutschtes Thema, ne? Da ist jemand alt, so eine alte Person, die ist so ein bisschen grumpy-mäßig unterwegs, findet alles irgendwie kacke, alle finden sie kacke und dann findet sie aber doch noch was Gutes im Herzen. Und das war mal was anderes, weil es mal eine Frau war. Genau, kein Mensch wie sonst, sondern eine Frau. Ja. Und genau, und sie findet in Amanda Seyfried, die sie beauftragt, ihren Nachruf schon zu Lebzeiten zu schreiben, dann sowas wie ihre verlorene Tochter und Amanda Seyfried findet in ihr so eine Mutter und ne, Diskrepanzen, dann findet man irgendwie doch zueinander. Gerade den Anfang fand ich sehr schön wortlos, wo einfach nur ihr einsames Leben gezeigt wird, genau. Sehr schon ergreifend. Und dann entwickelt sich dann natürlich was, dass man sieht, warte mal, die ist nicht von Natur aus so böse, sondern die Zeit hat sie so gemacht. Ne? Sie war so in den 60ern, 70ern, genau. War sie in einer Führungsposition, in einer Werbeagentur, Männerdomäne Werbeagentur, Mad Men lässt grüßen. Genau. Ne? Und das zeigt natürlich, dass sie sich irgendwie immer mit Ellenbogen durchbeißen musste und deswegen so. Genau, das hat einen anderen Approach, ne? Nicht so, weißt du, das ist ein verbitterter alter Mann, sondern so, man lernt sie zu verstehen in ihrer Art und Weise. Und Shirley MacLaine, finde ich, spielt das super. Ja. Manchmal ein bisschen schwach umgesetzt, so, weißt du, manchmal kommt die Inszenierung nicht hinterher. Aber es hat sehr schöne emotionale Momente, ne? Wenn sie gerade Disc-Jockey wird. Mehr möchten wir nicht verraten. Und deswegen gibt es 46 von 71. Warum auch nicht? Es ist Frühlingszeit, ihr wollt euch wohlfühlen. Was sind denn eure Tipps, ja? Macht mal ein bisschen, und es ist ja auch gewissermaßen eine Komödie, ihr müsst gar nicht mit uns sprechen, sprecht doch mal in den Kommentaren mit den anderen Kommentierenden, ja? Unterhaltet euch, weil wir sind auch ein bisschen Kontaktbörse. Ja, und was sollen die schreiben? Ja, wie es euch geht und wie ihr den Frühling so begrüßt und was eure Pläne sind für den Frühling. Ich meine, wir lesen es nicht. Das tun wir wirklich nicht.